Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Because I'm happy. Und ja, ich bin glücklich. Es gibt tatsächlich einige Dinge, die mich glücklich machen. Aber vor allem natürlich gute Filme und Fernsehserien. Nur, wie heißt das System hier so schön? The company giveth, the company taketh away. Und das ist leider am Ende des Tages auch genau das, was mit der großartigen Fernsehserie Happy von Grant Morrison und Brian Taylor passiert ist. Denn ursprünglich startete die Serie auf dem amerikanischen Sender Sci-Fi am 6. Dezember 2017 und war dort beim Publikum extrem beliebt. Deswegen hat man am 29. Januar 2018 bereits bekannt gegeben, dass man die Serie für eine zweite Staffel verlängern wird, die dann auch gleichzeitig die letzte Staffel der Serie war. Denn während der zweiten Staffel der Serie, die sogar noch ein bisschen länger lief als die erste Staffel, sind die Zuschauerzahlen, um es mit den Worten der ersten Folge von South Park zu sagen, genauso wie die Karriere von David Caruso oder Dolph Lundgren, nach unten gegangen. Und deswegen wurde die Serie dann am 4. Juni 2019 nach ihrer zweiten Staffel komplett eingestellt. Wobei sich der ein oder andere von euch jetzt womöglich fragt, warte mal, Sci-Fi? Lineares Fernsehen? Das gibt's noch, ja? Happy war tatsächlich eine Sci-Fi-Fernsehserie, was auch der Grund ist, weswegen es letzten Endes tatsächlich möglich war, sich die Lizenz für diese Serie auch für eine physische Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum zu sichern. Denn, obwohl die meisten Leute Happy erst ansichtig wurden, als die Serie dann auf Netflix gelandet ist, ist es eben keine reinrassige Netflix-Produktion. Ganz im Gegenteil, Sci-Fi hat nämlich zu der gleichen Zeit nicht nur Happy nicht für eine dritte Staffel verlängert, sondern auch die Serie Deadly Class für eine zweite Staffel. Dabei war eigentlich die Hoffnung von der Produktionsfirma, dass man nicht nur die bereits bestehenden Folgen an einen Streamer weiterverkaufen konnte, sondern dass die vielleicht auch noch die Serie weiterproduzieren, Zwinker, was sie allerdings im Fall von Happy nicht gemacht haben. Dabei muss man sagen, dass die Serie Happy ja grundsätzlich auch auf einem nur Vierteiler-Comic von Grant Morrison basiert, wo man sogar bereits für die allererste Staffel bereits einzelne Handlungselemente, Ebenen und Elemente ausdehnen musste oder sogar komplett neue Charaktere hinzudichten, um quasi im Laufe der ersten Staffel die Laufzeit füllen zu können mit zusätzlichem Material. Dabei sei allerdings das gar nicht einmal negativ gemeint, denn Grant Morrison als Schöpfer des Ausgangsmaterials war auch bei der gesamten Produktion dabei und hat dann eben auch mitgeholfen und mitgearbeitet, seine von ihm geschaffenen Charaktere und Situationen dann auch noch quasi über die zweite Staffel drüber zu retten, was halt mangels Publikumsinteresse auch nur bedingt funktioniert hat. Aber deswegen landete die Serie dann eben in ihrem neuen Streaming-Zuhause bei Netflix, hat dann aber scheinbar leider dort nicht in entsprechende Gegenliebe bekommen, um auch dann tatsächlich um eine neue dritte Staffel verlängert zu werden. Dabei kommen wir vielleicht noch einmal ganz zum Anfang von der Geschichte von Happy zurück. Grant Morrison ist ein Comic-Schöpfer, der eigentlich schon in den 80er Jahren tätig war. Den ersten großen Bekanntheitsgrad erreichte er im Jahr 1989, als er sowohl mit Doom Patrol als auch mit Batman's Arkham Asylum zwei wahnsinnige Kult-Comics verfasst hat, wobei der Arkham Asylum Run von Grant Morrison tatsächlich einer der essentiellen Batman-Stoffe aus den späten 80er Jahren war. Später hat er dann im Jahr 1996 die damals etwas strauchende Justice League of America revitalisiert und hat eben auch deren Abkürzung JLA mit geprägt. Dazwischen hat er sich allerdings immer wieder auch um kleine Indies gekümmert, wie Happy oder auch The New Adventures of Hitler. Nur um zwischen 1994 und 2000 dann auch eine Serie namens The Invisibles zu schreiben, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, von der man allerdings das ein oder andere Konzept durchaus im Kopf haben könnte, denn die Serie The Invisible wird immer wieder als eine Art inoffizielle Blaupause für das Matrix-Franchise gesehen. Dabei
ist Grant Morrison übrigens auch derjenige gewesen, der gemeinsam mit dem Comic-Artist Frank Quitely das Albumcover Intensive Care, dieses Tarotkarten-Design von eben Robbie Williams gestaltet hat. Dabei hat Sci-Fi übrigens dann bei der Umsetzung von Happy für die Fernsehbildschirme tatsächlich Grant Morrison und Brian Taylor gesagt, bitte lasst das Ausgangsmaterial so, wie es ist, macht es so wild und so kurios wie möglich, und das ist ihnen verdammt nochmal gelungen. Grant Morrison hat gemeinsam mit seinem Artist Derek Robertson eine absolut großartige Vorlage geschaffen, die dann eben von Brian Taylor adaptiert wurde. Brian Taylor ist wahrscheinlich ein Name, der den meisten von euch nur dann etwas sagt, wenn wir seinen langjährigen Partner Mark Neveldine dazu erwähnen. Denn Neveldine und Taylor waren die Schöpfer von Crank und haben da mit Jason Statham einige absolut großartige Dinge inszeniert. Und natürlich merkt man diesen wilden, flotten, fast schon Echtzeit erzählten Stil, fast so als wäre Jack Bauer of Ecstasy, irgendwie auch bei der Serie Happy. Blöderweise ging es dann allerdings für die beiden wesentlich weniger erfolgreich weiter, nachdem Brian Taylor zwischen den beiden Crank-Filmen auch noch das Drehbuch von Pathology geschrieben hat, das dann letzten Endes unter der Regie von Mark Schölermann inszeniert wurde, gab es nach den beiden Crank-Filmen mit Gamer bzw. dann Jonah Hex, zwei Filme, die an den Kinokassen etwas durchgefallen sind und dazu geführt haben, dass sich Neveldine und Taylor weitestgehend getrennt haben. Taylor blieb aber nach einer siebenjährigen Pause dem Film bis trotzdem irgendwie treu und schrieb und drehte 2017 dann den Film Mom and Dad, wo in den beiden Hauptrollen Nicolas Cage und Selma Blair zu sehen sind. Kurze Zeit nach, oder eigentlich fast gleichzeitig, während er an Mom and Dad gearbeitet hat, kam eben dann auch mit Happy sein bislang Seriendebüt, das allerdings mittlerweile schon erweitert wurde um eine weitere Serie, die dann direkt im Jahr 2020 ebenfalls in Zusammenarbeit mit Grant Morrison entstanden ist, nämlich die Serie Schöne Neue Welt oder auch Brave New World, die es allerdings bislang auch nur auf 9 Episoden in einer Staffel im Jahr 2020 gebracht hat. Aber schauen wir uns vielleicht einmal etwas näher an, dass Grant Morrison übrigens interessanterweise nicht nur eben als Comic-Schöpfer, natürlich dann auch immer wieder in den Credits von irgendwelchen DC-animierten Filme steht, dass er aber neben seinen Autorentätigkeiten auch noch kurz zumindest immer so in kleinen Cameo- und Statistenauftritten vor der Kamera zu sehen war. So eben interessanterweise auch als Expert in Mom and Dad von Brian Taylor, aber im Jahr 2010 war er in der Rolle des Cores sogar in 2 Musikvideos von My Chemical Romance zu sehen, nämlich in einerseits bei dem Titel Sing und andererseits in dem Video Na Na Na, Klammer, Na Na Na, Na 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 Na, Na 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 Na, Na Na Na. Außerdem, nehmen wir vielleicht einmal einen kurzen Blick, einmal vielleicht hinter der Kamera ganz kurz. Da haben wir als Kameraleute überwiegend bei der ersten Staffel von Happy Niels Alpert, der zum Beispiel auch bei Serien wie Sleepy Hollow oder Marvel's Iron Fist mitgearbeitet hat, und Andrew Vögele, der in der Kameraabteilung als Kameraoperator bei über 40 Folgen der Serie Breaking Bad tätig war. Und geschnitten wurde das Ganze dann unter anderem von Ryan Denmark, der zuletzt beispielsweise bei Sachen wie Dr. Death, The Girl from Plainville oder auch der Serie So finster die Nachthand angelegt hat. Aber ganz besonders bekannt sind natürlich auch die Gesichter, die vor der Kamera zu sehen sind, denn da hat die Serie Happy einen wirklich abgedrehten und coolen Cast. Natürlich muss man auf der einen Seite Happy persönlich erwähnen. Das ist nämlich ein blaues, sprechendes Einhorn, und jedes Mal, wenn ich ein blaues, sprechendes Einhorn um mich herumfliegen sehe, dann sag ich davon niemandem was. Vor allem, wenn dieses blaue, sprechende, fliegende, computeranimierte Einhorn dann noch von keinem geringeren als Spence Patton Oswalt aus dem King of Queens-Universum gesprochen wird. Wobei, Patton Oswalt nur auf Spence zu reduzieren, ist natürlich
Leicht, aber er hat in über 240 anderen Produktionen mitgewirkt, ist ein erfolgreicher Schauspieler, Comedian, Synchronsprecher und eben sogar auch jemand, der Stand-Up-Comedy betreibt. Man kann ihn irgendwie fast auch als den amerikanischen Bastian Pastewka bezeichnen, weil auch er ein absoluter Film- und Comic-Nerd ist und insbesondere über Filmproduktionen aus der guten alten Film-Noir und so weiter zählt wahrscheinlich eines der umfangreichsten Wissen ever hier oben abgespeichert. Dazu war er eben beispielsweise auch bereits als bekannter Synchronsprecher der Ratte Remy in Ratatouille tätig. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Patton Oswalt hier niemandem mehr genau vorgestellt werden muss. Vielleicht hat der ein oder andere allerdings noch nichts von Christopher Meloni gehört, obwohl das ebenfalls ein bekannter amerikanischer Seriendarsteller ist, der in bereits 100 verschiedenen Film- und Serienproduktionen zu sehen und zu hören war, wobei allerdings seine bekannteste Rolle ganz sicher die des Detective Elliot Stabler aus Law and Order Special Victims Unit ist, wo er in bereits fast 300 Folgen zu sehen war. In den ersten 12 Staffeln war er dabei in Stammcast, gönnte sich dann eine 10-jährige Auszeit und kehrte im Jahr 2021 mit der 22. Staffel wieder zurück, wobei er in den letzten Jahren immer wieder in einzelnen Folgen der laufenden und übrigens immer noch laufenden Staffeln Gastauftritte absolviert. Einer der weiteren Hauptdarsteller, der böse Chefgangster, wird gespielt von Richie Costa, den wir beispielsweise bereits in kleineren Rollen wie dem Tschetschen in The Dark Knight oder dem Ray in Kautionskopf, Mr. Zorich in Let Me In oder Elias Kassar in Black Hat von Michael Mann gesehen haben. Außerdem war er Pete Sporino in Creed Rocky's Legacy oder war es Joey Sardano in American Gangster zu sehen, beziehungsweise auch hier noch 50 weitere Produktionen wie kleinere Nebenrollen in The Tuxedo, Gefahr im Anzug mit Jackie Chan. Außerdem sehen wir Lily Mirojnik in der weiblichen Hauptrolle quasi von der Serie als Detective Meredith McCarthy. Sie war auch die Laura in Freunde mit gewissen Vorzügen, beziehungsweise hat sie fast den Einstand im Schauspielbereich abgeliefert, bereits im Jahr 2008 als Lay in dem Found-Footage-Film Cloverfield, einem der drei guten Found-Footage-Filme. Wir sehen Medina Sanghor, die beispielsweise als Allison in They Want Me Dead zu sehen war oder zuletzt auch im Jahr 2022 als Annie in 8 Folgen der wie kann man sagen, untoten Seifenoper The Walking Dead. Aber eine der großartigsten Rollen in dieser ganzen Serie absolviert Patrick Fischler, der als Smoothie einen Typen spielt, der irgendwie das absolute Gegenteil ist. Ein sadistischer Widerling, der aber eben tatsächlich mit seiner silky smooth Aura diese ganzen Gräueltaten vollbringt und dabei einer der wahrscheinlich interessantesten Charaktere ist, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Der Schauspieler Patrick Fischler hat auch bereits in über 130 Produktionen mitgewirkt, ist dabei einer von den Leuten, die in so wahrscheinlich ziemlich jeder Fernsehserie, die jemals gedreht wurde, in zumindest ein, zwei Folgen zu sehen war, so beispielsweise in einigen Folgen der 5. Staffel der Serie Lost als Phil. Er war aber auch in Filmen zu sehen, 2001 zum Beispiel als Dan in Mulholland Drive, er war Jimmy Barrett in Mad Men, beziehungsweise haben wir hier auch den Dr. Ken in Two Guns in seinen Credits vermerkt, beziehungsweise eben, wie gesagt, so ziemlich jede Serie ever. Ebenfalls erwähnenswert ist Antonia Ray, die leider im selben Jahr wie die Serie Happy dann im Jahr 2019 verstorben ist, im Alter von 92 Jahren, die allerdings bereits im Jahr 1979 zum Beispiel als Bergers Mutter in Hair, im Jahr 1980 dann als Estancia in The Changeling, aka das Grauen zu sehen war und damit auch schon einige interessante Auftritte hatte. Joseph D. Reitman spielt den Very Bad Santa in dieser Serie und hat auch ein ähnlich beeindruckendes Auftreten. Deswegen war er bereits in Rollen des Long-Haired Smoker in Das Mädchen aus dem Wasser, als Douglas Costco in Der Sturm oder eben als Floor-Manager Matty in Money Monster mit George Clooney zu sehen. Gus Helper
war in der Rolle des Bone an der Seite von Liam Neeson in Hard Powder vertreten und last but not least ist Debbie Mazar auch eine sehr interessante Person und Schauspielerin, die nicht nur in dieser Serie, sondern auch in über 120 Produktionen mitgewirkt hat, wobei da zum Beispiel die Maria oder Marla steht da in Be Cool, dem zweiten Teil von Snapped Shorty zu sehen, war ebenfalls interessanterweise wieder Sachen wie The Tuxedo, aber begonnen hat sie ihre Karriere bereits im Jahr 1982 mit etwas, das wahrscheinlich niemanden wundern wird, wenn er sich jemals ein Foto von Debbie Mazar angeschaut hat, denn sie war in Musikvideos von Madonna. In einigen Musikvideos von Madonna. Sie schaut aus wie Madonna und war eben beispielsweise in den Videos von Everybody, Papa Don't Preach, True Blue, Justify My Love, beziehungsweise zuletzt dann auch in Music zu sehen. Während sie allerdings auch in Filmen, zwar immer wieder in kleineren Rollen, aber trotzdem in interessanten Filmen zu sehen war, so in Goodfellas als Sandy, sie war Peg in Malcolm X, war in Money for Nothing, war dann als Regina in Eine Familie namens Beethoven, als Spice in Batman Forever und so weiter und so fort. Ach, Space Truckers, was für ein geiler Scheiß. Casper, wie alles begann und so weiter und so fort. Definitiv kann man hier eben nicht nur einige wirklich bekannte Gesichter in den Hauptrollen sehen, sondern auch immer wieder in den Nebenrollen. Und dabei muss man sagen, dass vor allem eben natürlich die Interaktionen zwischen Happy und Nick Sachs, der eben von Christopher Meloni gespielt Figur, absolut großartig sind und insbesondere, wenn man eben diese ruhige, verhaltene Art des Detective Christopher Meloni aus Special Victims Unit kennt, dann ist diese komplett überdrehte, durchgeknallte, crankige Interpretation von Jason Stathams Charakter, den er hier in der Serie Happy spielt, absolut großartig und genauso sehr, wie man sich auf den ersten Blick denken könnte, das kann doch nicht passen. Denkt man sich auf den zweiten, oh ja, das passt absolut großartig. Für mich ist Happy eine der größten Serienüberraschungen der letzten Jahre. Eine Serie, die mich, und man verzeih mir nach 16 Minuten dieses Wortspiel, tatsächlich happy gemacht hat. Und wo ich mich sehr freue, dass diese Serie gar nicht mal so im Streaming-Sumpf verkommen ist, wie man das bei anderen Serien vielleicht befürchtet hätte. Denn wie gesagt, ähnlich wie eben bereits bei Cobra Kai, wo Nameless dankenswerterweise bereits als die Serie noch ein YouTube Red Original war, mit der Produktionsfirma Sony Pictures zusammenarbeiten konnte und sich gleich einmal die Lizenz für alle 6 Staffeln sichern, obwohl dann die späteren eben als Netflix Exclusive gekommen sind, hatte man auch bei der Serie Happy das Glück, dass man sich die in einem physisch ins Regal stellen darf und das zahlt sich aus. Die erste Staffel ist bereits verfügbar, die zweite Staffel wird dann irgendwann einmal nachgereicht, wobei die erste eben bereits seit dem 6. Jänner 2023 verfügbar ist. Das heißt, wir haben doch keine Zeit. Daher finde ich übrigens interessant, dass ich es in den letzten Minuten immer wieder erwähnt habe, dass Patton Oswalt die Rolle des Happy spricht, natürlich nur im englischen Original. Seine deutsche Stimme ist da, finde ich, nicht ganz auf der Höhe von dem, was wir von ihm zum Beispiel eben durch King of Queens gewohnt sind. Aber interessanterweise war er gar nicht die erste Wahl. In der Pilot-Episode wurde Happy ursprünglich von Bobby Moynihan gesprochen, oder Moynihan gesprochen, der ebenfalls ein amerikanischer Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher ist, der laut IMDb 160 Arbeitsaufträge hatte. Darunter sind fast 200 Folgen von Saturday Night Live. Also definitiv auch ein Gesicht beziehungsweise eine Stimme, die man halt überwiegend aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, denn Saturday Night Live war zwar das Sprungbrett von ungefähr 90% der bekannten amerikanischen Film- und Fernsehcomedians, aber ist trotzdem eine Serie, die hierzulande bei uns vielleicht von einer Handvoll Fans geschaut wurde. Aber offensichtlich waren entweder die Produzenten mit der Leistung von Moynihan nicht zufrieden oder sie hatten dann erst später die Möglichkeit, auf Patton Oswalt zurückzugreifen, denn später wurde die Rolle dann eben mit ihm neu besetzt. Aber die Geschichte von Happy ist tatsächlich eine, die nicht ganz ein wirkliches Happy End hat, denn Happy hatte relativ bald ein End. Aber jetzt geht die Geschichte weiter und das im deutschsprachigen Raum mit gleich 3 verschiedenen limitierten Mediabooks der ersten Staffel von Nameless. Das Cover A ist dabei das wahrscheinlich bekannteste
bekannteste Motiv zu dieser Serie ist eben auch das, was wir als Hauptartwork in der IMDb oder OFDB von der Serie finden können und ist hier im Mediabook dann limitiert auf 333 Stück. Ebenfalls in derselben Höhe limitiert ist das Cover B, das ein alternatives Motiv von dieser Serie darstellt, das quasi Kittelmotiv, das finde ich auch sehr schön, so ein kleines bisschen die durchgeknallte Natur von dieser Serie verkörpert. Und das wird wahrscheinlich niemanden wundern, das Cover C ist wieder mal ein typisches Nameless-Design, die Rückennummer 104 der Nameless-eigenen Collector's Edition bietet in dem Fall einen Moment von der Sequenz, wo sich Christopher Meloni's Charakter in dem Aufzugsschacht nach unten fallen lässt und Happy dann eben ihm nachsieht. Auch das ein relativ wilder, wüster Moment, der eigentlich ganz gut passt für dieses Collector's Edition Mediabook. Aber mir wurde von Nameless für dieses Video dankenswerterweise ein Mediabook von dem Cover A zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf über einen der absoluten Serien-Überraschungshits der letzten Jahre zu sprechen, nämlich über die erste Staffel von Happy. Grundsätzlich bin ich jemand, der seine Mediabook-Cover-Artwork so textarm wie möglich mag. Aber wenn die Alternative eine absolut geniale Scarface-Reference wie Say Hello to His Little Friends ist, dann nehme ich diesen gelben Text wahnsinnig gerne. Und generell finde ich, dass das Cover-Artwork von diesem Mediabook absolut großartig aufgebaut ist. Gut, es ist kein neu erstelltes Motiv, es ist 1:1 das alte Werbeplakat für die Ausstrahlung der ersten Staffel bei Sci-Fi, wo eben beispielsweise in der Originalversion, die wir da in der OFDB bzw. IMDB sehen, unterhalb der Hände von Christopher Meloni noch der Hinweis darauf ist, dass die Staffel eben am 6. Dezember startet. Das wurde für das Mediabook-Cover-Artwork natürlich weggelassen, wohingegen dann hier beim Titelschriftzug unten rechts eigentlich relativ perfekt passend dann der Hinweis auf die erste Staffel untergebracht wurde. Der Titelschriftzug ist grundsätzlich in seiner Größe und auch Inszenierung mit diesem gelben Text und dem blauen Rufzeichen und auch diesen leichten Zerstörungs- und Abnützungseffekten 1:1 so gehalten, wie er das auch bei der Plakatvorlage war. Genauso eben auch die Tatsache, dass die Namen der beiden Darsteller Christopher Meloni und Patton Oswalt hier zu lesen sind, wobei man natürlich in der deutschen Fassung Meloni zwar sieht, aber Patton Oswalt nicht hört. Der wird in dieser Serie übrigens von Rainer Fritzsche gesprochen, wohingegen der vorher erwähnte King of Queens Synchronsprecher Jens Wawrczeck, auch einer der Detektive, nämlich Peter Shaw in der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen war und definitiv zu den deutschen Synchron-Urgesteinen gehörte. Aber wir können jetzt dann einmal einen Blick auf diesen partiellen Spotlight-Effekt werfen, den uns Nameless natürlich auch bei diesem Mediabook wieder serviert. Dabei hat man, finde ich, extrem schön auf der einen Seite natürlich die Texte für dieses Cover-Artwork, auf der anderen Seite aber auch das Bild von Meloni und Happy mit dem Partial Spotlight überzogen, sodass sich dieses, finde ich, sehr schön von dem restlichen, relativ dunkel gehaltenen Cover-Artwork unterscheidet. So ist eben der ganze Hintergrund dann doch auch mit diesem Disco-Setting aus dem Film mit dem Glas, der Waffe und sogar eben der Hand von diesem Toten etwas eben im Hintergrund gehalten, wie es eben auch die Intention war, und die Farben bei den eben mit UV-Spotlight unterlegten Elementen, die zischen hier ein bisschen eben weiter ins Auge des Betrachters. Wir können dann mal einen Blick auf den Spine werfen, da sehen wir ebenfalls wieder den Titelschriftzug und den Hinweis auf die erste Staffel. Interessanterweise hat man auf diesem Spine, anders als bei den meisten anderen Mediabooks von Nameless, nicht irgendeine Miniaturversion vom Frontcover oder eben quasi das Gesicht von Happy oder Meloni, sondern stattdessen weitergehend eben hier oben dieses eine Schild beziehungsweise die zwei Lampen, die halt anders als die Lampe auf dem Frontcover nicht mit dem Partial Spotlight versehen sind, aber es hätte dort womöglich auch nicht ganz so gut gepasst. Aber es ist natürlich ein Spine, der auf den ersten Blick nicht ganz kongruent zu den meisten anderen Nameless Spines passt, wo man allerdings, wenn man genauer hinschaut, eben das hier erwartete Spine-Bildfragment trotzdem findet. Dann können wir mal auf das Backcover schauen, auch hier natürlich bei der Tagline die wohl abgedrehteste Serie, beziehungsweise
beispielsweise den Bildausschnitten aus der Serie sehr schön, den partiellen Glanz noch gesehen. Wir haben dann dazu auch noch die Inhaltsangabe und interessanterweise bei den Bildausschnitten natürlich auf der einen Seite diesen komplett abgedrehten Kerl Smoothie. Wir haben auch das Kittelmotiv mit Christopher Meloni, das ja auch als Cover B von dem Mediabook verwendet wurde, beziehungsweise dann eine Szene, die mich ein bisschen an das zweite American Guinea Pig Cover Artwork erinnert. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch die Episodenliste. Als Bonusmaterial ist bei dieser Blu-ray ausschließlich Trailermaterial enthalten, weil nicht zu erwarten ist, dass man für diese Serie ansatzweise irgendein Bonusmaterial produziert hat. Und dann gibt's noch mit einem Hologrammsticker unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 333 Stück. Dazu können wir dann jetzt einmal hier ins Innere blicken. Da finden wir auf der linken Seite die Blu-ray mit den ersten vier Episoden von dieser Folge. Und Nameless hat auch im Fall von diesem Mediabook wieder diesen für mich absoluten Geniestreich vollbracht, hier diese durchgehenden Artworks auch auf die Discs fortzusetzen. Wir sehen Happy, der uns quasi gleich einmal vorwurfsvoll vom Booklet Frontcover aus anschaut und dann auf der linken Seite auf bzw. unterhalb von der Disc dann eben das Antlitz von Christopher Meloni, wobei sich die Disc hier absolut großartig in das Design integriert. Und dasselbe haben wir dann eben auch hier auf der rechten Seite, die uns quasi das gleiche Motiv bietet, dass wir auch auf dem Mediabook mit dem Cover C, mit dem Retro-Cover haben. Wir haben hier Christopher Meloni, der eben quasi gerade diesen Aufzugsschacht nach unten schaut, und Happy, der eben auf der rechten Seite bereits versucht, diesen zu inspizieren und damit dann ebenfalls auch auf der Disc zu sehen ist. Zwischen den beiden Discs wartet in dem Fall wieder ein 24-seitiges Booklet, das in dem Fall von Nando Rona geschrieben wurde, der tatsächlich auch einige durchaus interessante Informationen zur Produktion von dieser Serie zu bieten hat. Wir bekommen angereichert mit einigen ganz coolen Bildern aus der Serie, wobei es halt schade ist, dass natürlich auch in dem Fall wahrscheinlich genauso wie sonstiges Bonusmaterial auch nicht wirklich viele Behind-the-Scenes-Bilder gibt, dass der Text in dem Fall irgendwie etwas einfacher gestaltet ist als der überwiegend etwas grafisch beeindruckendere, magazinartigere Stil von Nameless. Aber wir bekommen trotzdem ein paar Infos, zum Beispiel eben über Grant Morrison, über Brian Taylor, über die Entstehung von dieser Serie, beziehungsweise ganz besonders interessant fand ich dann den letzten Teil, der sich eben ganz besonders mit den Unterschieden zwischen dem Comic und der Serie beschäftigt, nämlich eben respektive ganz besonders den Elementen, die für die Serie an den Comics verändert beziehungsweise neu hinzugedacht wurden. Das Booklet liest sich nicht von ungefähr nur wie ein halbes Booklet. Das liegt eben daran, dass der Text von Nando Rona gleich so konzipiert war, dass dann die zweite Hälfte von diesem Booklet in den Mediabooks von der zweiten Staffel enthalten sind, die wir ja hoffentlich auch bald in unser Regal stellen können. Denn eines ist auf jeden Fall klar, sowohl von der Optik als auch von der Verarbeitung her ist Nameless mit dem hier jetzt vor uns liegenden Mediabook der ersten Staffel der Serie Happy wieder mal ein absoluter Hingucker gelungen. Aber apropos Hingucker, wir wissen ja, dass wir auf das Mediabook grundsätzlich einmal ganz schnell hingucken müssen, das frei nach dem Motto, das Auge isst mit, womöglich auch das Design und die Haptik des Mediabooks beim ein oder anderen Sammler dafür mitverantwortlich sein könnte, dass das Ding überhaupt in unserer Sammlung läuft, dass es letzten Endes aber dann trotzdem die eigentliche Serie bzw. ihre 8 Folgen sind, derer wir etwas länger ansichtig werden. Und das sollte unsere Augen ja im besten Fall dann auch nicht irgendwie gerade zum Tränen bringen. Und ob das bei der Serie Happy der Fall ist oder, wie man ehrlich gesagt bei einer circa 5 Jahre alten amerikanischen Fernsehproduktion zu erwarten könnte, nicht, das möchte ich mir mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check anschauen. Wie üblich habe ich hierfür einige Screenshots vom deutschen HD-Transfer von Nameless direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow zwar natürlich allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann.
Die Serie Happy ist eine der Produktionen, wo man leider kaum Informationen zur tatsächlichen technischen Beschaffenheit der Produktion auftreiben kann. Nein, ich kann euch demnach in diesem Video auch nicht verraten, mit welchen Kameras bzw. in welchem Quellformat und welcher Auflösung die Serie produziert wurde bzw. ob der Editing-Prozess dann auf Basis von einem 2K oder 4K Digital Intermediate gemacht wurde. Aber nachdem es sich bei Happy um eine Fernsehserie handelt, die ja ursprünglich nicht einmal für Streaming, sondern tatsächlich fürs amerikanische lineare Fernsehen gemacht wurde, ist es relativ sicher, dass man hier nicht die Extrakosten und Mühen für eine 4K-Produktion in Kauf genommen hat, sondern eher über 2K gearbeitet hat. Was ich bei der Serie Happy übrigens ganz besonders interessant finde, ist, dass die Serie mit ihrem Produktionsbeginn im Jahr 2017 ja quasi ein bisschen mehr als 5 Jahre alt ist, aber was die Special Effects und vor allem eben die digitalen CGI-Elemente betrifft, doch tatsächlich relativ grob aussieht. Das ist im Fall der Serie Happy allerdings definitiv nicht als Kritikpunkt zu verstehen, denn auf der einen Seite die fahrigen Bewegungen von Happy bzw. einigen anderen Charakteren und auch die Art, wie diese etwas groberen Elemente hier implementiert sind, das passt extrem gut zur Serie, das passt fantastisch zu den Charakteren und das passt natürlich eben auch zur comichaften Inszenierung der ganzen Serie. Das beginnt bereits in der allerersten Szene mit dem besagten Headshot, der natürlich auch übertriebener kaum dargestellt hätte werden können. Also hier hat man definitiv den visuellen Stil nicht auf der einen Seite so gewählt, weil man kein Geld für andere Effekte hatte, sondern weil es genauso am besten zum Material passt. Aber grundsätzlich hat man es bei der Serie Happy mit einer absolut phänomenalen Bildqualität zu tun und man merkt, dass, obwohl hier nur fürs Fernsehen gearbeitet wurde, man tatsächlich Wert gelegt hat darauf, hier mit etwas cineastisch anspruchsvolleren digitalen Kameras zu drehen, die nämlich eben auch einen entsprechenden plastischeren Look erzeugen können. Natürlich merkt man bei der Präsentation, dass es sich um eine digitale Produktion handelt. Aber ich finde gerade, dass diese Sequenzen, die bei Jerry Springer spielen, der tatsächlich noch gelebt hat, als diese Serie gedreht wurde, etwas mehr diesen flacheren Videolook haben und bei dem nach eben auch hier ganz bewusst auf diesen Fernsehlook gesetzt hat, wohingegen man mit einem sehr schönen Color Grading, mit einem schönen dynamischen Kontrast, mit einer absolut hervorragenden Cinematografie bei den überwiegenden anderen Sequenzen des Films sehr wohl hier auf offensichtlich einen Kinolook gesetzt hat. Und das tut dieser Serie absolut fantastisch gut. Happy ist eine visuell beeindruckende Serie, die nämlich eben ganz besonders toll mit der Schärfe bzw. eben den Farb- und Kontrastspielereien arbeitet und wo Nameless dann natürlich eben auch bei der letztendlichen Blu-ray-Produktion sehr darauf Wert gelegt hat, das Maximum aus den entsprechenden Folgen rauszuholen. Wir haben auf jeder Disc circa 4 Episoden, die jeweils, so ich sage mal Pi mal Daumen um den Dreh, 48 Minuten lang sind und dabei jeweils circa 10 Gigabyte auf der Datenschicht für sich beanspruchen, sodass die Discs hier sehr schön angefüllt wurden, der Encoder mehr oder weniger die maximal mögliche Bitrate zur Verfügung hatte, um hier möglichst spurenlos arbeiten zu können, was bei der Serie Happy definitiv funktioniert hat. Das ist ein sauberer Transfer, der zwar teilweise bedingt durch den eben von Brian Taylor überwiegend gewünschten visuellen Look vielleicht auch ein bisschen gritty und grainy wirken kann, insbesondere in den dunkleren Sequenzen, der aber trotzdem überwiegend sich rauscharm und eben klassisch digital präsentiert, was einfach bei dieser Serie sehr, sehr schön aussieht. Besser konnte es eigentlich gar nicht sein. Und das ist witzigerweise etwas, das ich über die ganze Serie Happy sagen könnte. Ja, Happy hat mich tatsächlich happy gemacht. Ja, ich weiß schon wieder. Aber das, was das Team rund um Grant Morrison und Brian Taylor bei dieser Serie angestellt hat, das geht im wahrsten Sinne des Wortes auf keine Kuhhaut. Das ist einer der abgedrehtesten und absurdesten Mixe an Charakteren und skurrilen Situationen, die ich jemals gesehen habe. Und das ist etwas, wofür ich die Serie Happy wirklich liebe, dass man
hier eine 8 Folgen umfassende erste Staffel hat, die eben circa demnach bei 8 Stunden Laufzeit angekommen ist, die euch allerdings von der ersten bis zur letzten Minute absolut fesseln wird, weil jede einzelne Folge mehrere Momente und Sequenzen hat, mit denen man niemals gerechnet hat, wo die Charaktere noch mehr durchdrehen, als sie das eh schon taten, beziehungsweise, dass die Produktion, obwohl Happy natürlich grundsätzlich eher eine geringer budgetierte Serie ist, hier sehr wohl die Grenzen des eigentlich fürs Fernsehen trag- und zeigbare durchbricht, beziehungsweise eben auch von der Dynamik und von der rasanten Ader, wie sich die Serie einem präsentiert, absolut phänomenal ist. Dabei muss man sagen, dass man hier von der Comic-Vorlage zwar noch ein bisschen weiter ausgebaut hat, dass die Serie auch schon eben im Hinblick darauf, dass es noch eine zweite Staffel auf jeden Fall geben hätte sollen, es hätte ja noch mehr auch geben können. Aber, dass man hier trotzdem ein, wie ich finde, sehr schönes, rundes Ende für den Abschluss der ersten Staffel gegeben hat, das einen jetzt zwar nicht komplett in der Luft hängen lässt, das aber trotzdem einiges offen lässt, was man auch in der zweiten Staffel behandeln kann. Man darf nur, weil ich, wie gesagt, die zweite Staffel noch nicht kenne, hoffen, dass man dann für die zweite Staffel irgendwie noch einen besseren Abschluss für das gesamte Happy-Universum gefunden hat. Aber diese Serie ist ihre Zeit, ist ihren Kauf definitiv wert, nicht umsonst eine der erfolgreichsten Serien, die Netflix jemals zugekauft hat, gleichzeitig eben mit der Serie You, die ebenfalls bei ihrem ursprünglichen Fernsehdebüt auf dem Sender Lifetime gar nicht mal so erfolgreich war und deswegen dort bereits nach der ersten Staffel abgesetzt wurde und erst auf Netflix als Netflix Original so richtig durchgedreht ist. Etwas, das Happy leider nicht gegönnt wurde. Trotzdem, das, was es gibt, das, was produziert wurde, sollte man unbedingt gesehen haben und in diesem haptisch wie optisch großartig produzierten Mediabook kann man Happy einfach gerne ein Zuhause in seiner, witzigerweise gar nicht mal imaginären, sondern physischen Sammlung geben.